als Björn Höcke, Führer des völkischen Flügels der AfD, mehrfach die erste Liebe seines Lebens beschwor, sprach er von keiner lebenden Frau. Angeblich sei er im Alter von 7 Jahren auf eine Abbildung der Uta von Naumburg gestoßen und dieser sofort verfallen. Diese Anekdote ist jedoch mehr als nur bildungsbürgerliche Anbiederung. Wie so oft spielte Höcke hier mit dem deutschen Traditionsbestand nationalistischer Symbole. Dabei kann die so umschwärmte gar nichts dafür. Uta von Naumburg gehört zu den 12 Stifterfiguren des Naumburger Doms, die Mitte des 13. Jahrhunderts gefertigt wurden. Zusammen mit einer männlichen Skulptur bildet sie eine Zweiergruppe im Westchor des Doms. Die Figuren sind von ungewöhnlicher Ausdruckskraft und weltbekannt. Ihr nur unter dem Namen Naumburger Meister bekannte Schöpfer konnte nie zweifelsfrei identifiziert werden. Gesichert ist lediglich, dass er sein Handwerk an nordfranzösischen Kathedralen lernte und die Stilentwicklung der Hochgotik nach diesem Vorbild in Deutschland vorantrieb. Bekannt wurde die Skulptur erst im 20. Jahrhundert durch den beginnenden Tourismus. Fotografien brachten sie einem breiteren Publikum näher. Der Kunsthistoriker Wilhelm Pinder, bald ein begeisterter Parteigänger Hitlers, popularisierte sie als Ausdruck eines geheimnisvollen deutschen Wesens, zu dem der mittelalterliche Schöpfer Zugang gehabt habe. Im Nationalsozialismus setzte sich diese Deutung fort. Nun galten die Skulpturen als höchster Ausdruck des Deutschtums. Beim Propagandaspektakel zur Eröffnung des Hauses der deutschen Kunst 1937 wurden Nachbildungen präsentiert. Uta von Naumburg zum ästhetischen Ideal einer deutschen Frau erhoben. Der NS-Kunsthistoriker Hubert Schrade deutet im gleichen Jahr das Figurenpaar. Zitat: Die wunderbare Verhülltheit des Weibes steigert die reckenhafte Offenheit des Mannes, macht sie geheimnisvoller. Und der Mann erscheint nun in seiner Kraft nicht um seiner selbst willen, sondern als Hüter der Frau und damit des Geschlechts. Zitat Ende. So wurde die von französischer Baukunst inspirierte Meisterleistung eines mittelalterlichen Bildhauers zur Galionsfigur nationalsozialistischer Propaganda bis heute in das kulturelle Gedächtnis der äußersten Rechten eingeschrieben. Dabei stehen die Arbeiten des Naumburger Meisters nicht für die Abschottung, sondern gerade die grenzübergreifende Vernetzung der europäischen Kultur.